Yo, was geht da? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich wollte eigentlich jetzt Sport machen. Fabio ist gerade runtergegangen, der macht irgendwas an seinem Auto und geht gleich zum Sport und dann arbeiten. Ich wollte jetzt auch Sport machen, habe auch schon meine Sportklamotten hier an. Hab mir jetzt aber was drüber geworfen, weil mich gerade der Klempner angerufen hat, der jetzt vorbeikommt. Wegen der Heizung, weil ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, aber die ist undicht. Genau. Und da kommt jetzt ein Klempner, deswegen habe ich da schon mal alles weggeräumt, was da so im Weg steht. Und habe mir kurz was drüber geworfen, damit ich dann direkt Sport machen kann, sobald der wieder weg ist. Ja, jetzt warte ich kurz. Genau, und dann gibt's Sport. Heute ist da ein Upper Body Workout dran, also ich glaube Kraft. Ja, ich denke schon mal, gestern war Cardio und so. Genau, und dann trainieren wir ein bisschen Arme. Und ich habe hier den herbsten Pickel einfach, aber ich glaube, ich kann den noch nicht ausdrücken. Der tut zu weh. Der ist so richtig fett. Ja. So, alles wieder repariert. Jetzt mache ich Sport. Fertig mit Sport. War ganz okay. Aber irgendwie bei Armworkout, ich bin dann, also meine Arme sind halt schlapp. Aber ich bin halt nicht so mega kaputt. Aber ich glaube, das ist normal, weil es halt nur ein Armworkout ist. So, ich habe mich jetzt ready gemacht. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe mich ewig nicht mehr geschminkt. Irgendwie schminke ich mich nur am Wochenende. Oder wenn ich Videos drehe. Ich weiß auch nicht. Ganz komisch. Jetzt, die Jenny kommt gleich. Und ich mache jetzt noch ganz schnell meinen Vlog fertig, bis sie da ist. Also ich mache jetzt schnell meinen Vlog fertig, bis die Jenny kommt. Und die müsste jetzt aber jede Sekunde kommen. Genau. Und dann werden wir Videos drehen. Für euch, die dann am Wochenende online kommen. So. So ist der Plan. So, Leute, Jenny und ich haben jetzt gerade Videos zusammen gedreht. Ich glaube, es wird sehr lustig. Es kommt am Sonntag online. Kommt der Vlog vorher? Ich glaube nicht. Ich habe mir etwas vorgenommen. Ich werde jetzt in ein... Ruft mich jetzt jemand an? Hallo? Nein, Jenny schickt eine Sprachnachricht. Okay. Ey, Vanessa, ich hatte dich voll vergessen zu fragen. Ob du vielleicht Lust hast... Zurück zum Thema. Ich habe mir vorgenommen, dass ich jetzt in ein Gartencenter fahre und Kräuter kaufe. Ich habe nur so eine Kräuterampel, die möchte ich gerne wieder anbringen. Und ich überlege, ob ich auch so ein bisschen Gemüse hole für den Balkon. Styles, nicht ausrasten. Entspann dich. Ich glaube, das ist ganz cool. Ich glaube, das werde ich machen. Ich habe nämlich drei so Blumenkübel und... Vielleicht hole ich dann noch ein paar und pflanze ein bisschen Gemüse. Ich glaube, das wird cool. Also, wenn das alles so klappt. Ich habe halt nicht so einen grünen Daumen. Aber ich würde mir Mühe geben. Ja, also, ich fahre jetzt in ein Gartencenter. Das klingt so komisch, weil ich habe wirklich keinen grünen Daumen. Und drückt mir einfach die Daumen. Jetzt habe ich gar nicht im Blumenladen gefilmt. Egal, Blumenladen, Gartencenter, whatever. Das habe ich alles gekauft. Ich habe zweimal Erde gekauft. Kräuter- und Anzuchterde. Zweimal Salat, einmal Salatmix und einmal Kopfsalat. Dann 9 Kräuter, die alle so verteilt stehen. Styles. Nasek. Weil ich habe so eine Kräuterampel, wo halt 9 Kräuter reinpassen. Und dann wollte ich eigentlich auch schon Gemüse kaufen. Aber das hatten die halt noch nicht so angepflanzt. Deswegen habe ich einmal ja den Salat. Und Gurke, Zucchini, Paprika und Tomate, was ich so auf dem Balkon pflanzen werde. Dann, da freue ich mich am meisten drüber, habe ich eine Zitronen-Dingsbums gekauft. Eintopf. Und 3 noch so Kübel für den Balkon. Und den brauche ich für Pamela, weil Pamela der Topf zu klein ist. Und dann kann ich diese gute in Pamelas Topf pflanzen. Das ist mein Plan. Und an Kräutern habe ich... Schnittlauch, Basilikum, Pfefferminze, Petersilie, Rosmarin, Thymian, Oregano, roten Basilikum,
glaube, das war's. Waren das 9? Keine Ahnung, habe ich irgendwas vergessen? Dill. Jo. Achso, und Dünger habe ich noch mitgenommen. Einmal für Kräuter und einmal für Gemüse. Obst- und Gemüsedünger. Genau. Und ich glaube, das pflanze ich jetzt auch direkt. Ich muss mal gucken, wie weit ich komme, weil ich will auch gleich noch kochen. Ist jetzt 7:15. Um 8 hat Fabio feiern. Mal gucken, wie viel ich schaffe bis dahin. Okay, ich zeige euch das jetzt mal kurz, bevor ich es rausbringe, weil draußen ist es dunkel. Ich habe jetzt hier Kopfsalat. Salatmix. Ich habe keine Ahnung, ob die Kübel dafür gut sind. Ich habe mir ein bisschen was durchgelesen, aber Leute, ich bin absolut kein Pro. Paprika, Zucchini, Tomate, Gurke und das ist meine Kräuterampel, wo die ganzen Kräuter drin sind. Da muss ich gucken, ob ich sie auf den Baum, auf den Balkon hängen kann. Oder notfalls in die Küche. Dann ist hier der Zitronenbaum und Pamela hat einen neuen Topf. Und jetzt muss ich hier gleich mal sauber machen. Ich hatte natürlich meine Hose und ja, warum auch nicht. Und das kommt alles auf den Balkon jetzt und ich freue mich schon. Bin gespannt, was Fabio dazu sagt. Okay, jetzt kommt Fabio gleich nach Hause. Das heißt, ich werde jetzt erstmal kochen. Pamela in ihrem neuen Topf. Und übrigens, diese Kräuterampel hängt jetzt erstmal hier, weil hier einfach ein Haken ist. Ich möchte die aber draußen hinhängen, aber da muss ich mal mit Fabio gucken. Und die Zitrone steht jetzt hier. Muss ich auch gleich mal Fabio fragen, ob wir die hier lassen oder woanders hinstellen. Wir gucken gleich mal. Auf jeden Fall, erstmal ist es jetzt gerade so und das kommt auf jeden Fall weg. Also das hängt. Es hängt nicht voll im Raum, aber ich könnte es natürlich auch höher hängen oder tiefer. Mal sehen. Jetzt werde ich auf jeden Fall kochen. Ich mache mir, glaube ich, eine Porree-Hackpfanne. Ich wollte mir eigentlich eine Brokkolisuppe machen mit dem Thermomix, aber dadurch, dass ich jetzt für Fabio mit dem Thermomix koche, mache ich mir was anderes und koche mir morgen mit dem Thermomix, wenn Fabio hoffentlich noch Reste hat. So, und Fabio bekommt gar nichts, weil ich es nicht finde. Sporto. Ah, ich bin bei vegetarisch, ja, dann kann ich gleich mal suchen. Sekunde. Aha, wir kommen der Sache schon näher. Er kriegt aber heute keinen Lachs, sondern Garnelen. Und zwar Kritaraki-Paella. Und diese Kritaraki sind so griechische Reisnudeln, die ich die ganze Zeit gesucht habe in allen möglichen Supermärkten. Und habe die jetzt im Kaufland gefunden, aber nicht unter Kritaraki, sondern ich glaube einen türkischen Namen. Moment, auf jeden Fall sind es auch Reisnudeln und die sehen genauso aus. Deswegen wird das dasselbe sein. Einmal in meine Abstellkammer, kann ich die direkt mitnehmen. Und zwar diese hier, Reisnudeln. Heißen halt nicht Kritaraki, sondern anders, aber ja. Und jetzt werde ich kochen. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Das ist mein Essen. Ist okay, kann man essen. Aber guckt mal bitte, wie geil das aussieht, was ich für Fabio gemacht habe. Also sorry, beim besten Willen, das sieht richtig, richtig geil aus. Der ist übrigens gerade nach Hause gekommen. Hallo. Guten Tag. Tag. Was sagst du zu meinen Obst-, Gemüse-, Kräuterzeugs? Ja, ich habe mich eben schon, Also das bleibt auf jeden Fall nicht hängen. Da müssen wir gucken, wie wir das am Balkon halt festmachen. Da finde ich es nämlich blöd. Ja, ich auch. Findest du nicht, das hängt jetzt schon zu niedrig wegen den Katzen? Ich kann es höher hängen. Ist kein Problem. Und du willst es... Welchen Balkon? Da hinten? Ja, auf dem Balkon. Ja, da geht's doch, ne? Da kann man es aufhängen. Nee, eben nicht. Deswegen müssen wir uns da was einfallen lassen. Ja. Müssen wir mal gucken. Ja, und ein Zitronenbäumchen. Und ich habe jetzt auf dem Balkon noch was angepflanzt. Also da in den Blumenkübel. Die Blumenkübel, die da hängen. Ich habe noch 3 neue gekauft. Wir haben jetzt 6 Blumenkübel. Und was ist da drin? Einmal Kopfsalat. Okay. Einmal Salatmix. Okay. Einmal die Gurke. Wie heißt das? Salat? Gurke? 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 Nee, Gurke. Tomate. Tomate, Paprika und Zucchini. Ja, cool. Was sagst du dazu? Ja, cool. Und die Pamela ist umgepflanzt. Ich bin mal gespannt, du mit deinem grünen Daumen. Ja, ich mit meinem nicht vorhandenen grünen Daumen. Ja, ob das da was wird. Ja, aber wer nichts wird, wird, wird. Komm, wir essen. Hunger. Ich auch. Maschine. Ich möchte ein MacBook haben. Oder ein iPad Pro. Okay. Erstmal kaufen? Ja, klar. Ja, cool, ja. Alter. Ich hab den gerade ausgedrückt, der kam ultimativ hier raus. Wir legen uns jetzt ins Bett, chillen noch ein bisschen und dann schlafen wir. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Und wir sehen uns morgen wieder. Du sollst dich verabschieden. Ach so, ja, weiß ich doch nicht. Ja, jetzt weißt du es. Tu es. Was ist denn jetzt hier draußen? Naja, Gemüse. Gemüse.
verabschiede dich. Ciao.